Hallo Leute, ja, so wie ihr rechts seht, da sind schon Leute drin, das heißt, da sind schon Händler da. In dieser Folge müssen wir also schauen, dass wir da definitiv unseren Händler, Verhandler sozusagen hinkriegen, damit das auf jeden Fall klappt. Wir haben noch Begräbnisstätten zu machen und wir müssen unsere Squad natürlich auch noch machen, ne? Und Waffen brauchen wir wahrscheinlich auch noch. Das hat ganz schön viel Arbeit auf sich jetzt. Da müssen wir in der Folge mal gucken, dass wir da vorankommen. Ich würde sagen, nach dem Intro gucken wir uns das an. So, das heißt, wir müssen erstmal hier ins Depot und gucken, dass wir Move Goods from Trade Broker Requested at Depot. Anyone? Broker. Muss ich hier starten, damit das klappt? Nein, ich habe keinen, wa? Broker can accept Depot. Kein Access. Ja, dann ist er schon drin, oder? Call Ingner Shoes. Ist der da schon? Ich sehe den jetzt nicht unbedingt. Steht der woanders? Ah, da steht er, oder? Nee, auch nicht. Bin mir jetzt nicht sicher, ob da unser Broker... Nee, das war falsch, das ist richtig. Move goods from to Depot. Rock Salt Amulet. Steinsalz, Salzstein. Alles rein. Da gibt es auch schon verschiedene Qualitäten, wie wir hier sehen. Okay, wir können auf jeden Fall schon mal was handeln. Das ist schon mal gut. Hoffe ich. Kann man das auch alles wählen oder so? Na, ist jetzt erstmal egal. Machen wir erstmal so. Ich glaube, das ist alles Rock Salt Amulett, ja. Da gibt es jetzt Silvit Amulett. Ah, da oben war eine Überschrift, die konnte man anklicken und dann hat man alles auf einmal gemacht. Hier, da abwählen, anwählen. Okay, das Amulett sind jetzt schon drin. Ach so, das ist hier. Okay. Armor, nee. Taschen auch nicht. Barrels, Bats. Ja, könnte man mitgeben, aber. Body Parts, Muscle Shell. Können wir alle mitgeben, wenn er die haben will. Daran soll es bei uns jetzt nicht liegen, dass er Muscle Shell mitnimmt. Bracelets. Okay, kann er auch alle haben. Und die kann er auch haben. Eimer, nee, behalten wir. Chain, Ketten brauchen wir selber. Close, den Stoff behalten wir. Coffins, die haben wir gerade frisch gebaut. Krücken. Figurines, Limpless, Kopf. Okay, das ist was Spezielles, ne? Und... Vielleicht nimmt er die auch. Ich weiß nicht, was das für eine Symbolik hier ist. 2000? Weg damit, wenn. Hier gibt's Schuhe. Brauchen wir die? Ich glaube nicht, oder? Cave Spider Silk Shoe. Das ist jetzt aber nicht das, was die mit haben, oder? Oder vertue ich mich gerade? Oh oh. Sort by Wallow. Sort by Distance from the Depot. Okay, nee, das muss unser sein, sonst wird es nicht von der Distance hier sein. Schuhe können erstmal alle weg. Ich weiß gar nicht, wer die alle hergestellt hat, dass hier so viele Schuhe sind. Und Socken gehen auch erstmal weg. Handwear, Handschuhe. Ah ne, Glauf, Sommer behalten wir erstmal noch. Obwohl, so viele brauchen wir wahrscheinlich auch nicht, oder?
Mach mal raus. Hau mal raus, die Kacke. Legwear. Hosen gibt es da auch noch. Loks. Nee, Holz ist zu schwer. Nehmen die sowieso nicht mit. Ah, nehmen die vielleicht mit, aber. Raw Fish. Raw Gems. Nee, das wollen wir weiterverarbeiten. Splints. Nee. Stones, Rats, Stones. Nee, das machen wir auch nicht. Wir haben hier tatsächlich Waffen, ne? Okay. So, jetzt habe ich das ausgewählt. Und was muss ich jetzt tun hier? Ach, das ist sortiert nach. Ich habe keinen blassen Schimmer. Okay, jetzt sehe ich gerade, dass ich da hinten wieder im Hintergrund was bewegt habe. Ich hoffe, die bringen das da alle hin. Ich habe keine Ahnung. Jetzt müssen wir mal gucken, ob es hier viele Leute gibt, die da hinlaufen. Wenn hier Leute hinlaufen und da was hinbringen, dann klappt das vielleicht, dass da was abgeliefert wird. Ja, da kommen die Leute, dann bringen die was. Das ist schon mal gut. Die Schwur kommen da zum Beispiel hin. Waiting. Ah, hier sieht man, wie viel noch da rein müssen. Und dann kann man hier irgendwann Trade machen, weil die packen, glaube ich, noch aus, ne? Also es ist, das ist ja grün, das ist schon mal gut. Und ich hoffe, dass das dann da schnell kleiner wird und die noch nicht weg sind in der Zeit, ne? Aber ich würde jetzt mal gerade schauen, dass wir nochmal in die Tiefen unseres Systems gucken. Da ist jetzt zwar schon Gang, aber hier müssten unsere Dingens sein, ne? Ja. Da ist auch schon der erste Unnamed Tomb. Ah, da ist schon jemand beerdigt worden, oder? Ja, sehr gut. Okay, jetzt ist hier natürlich mit Ausgraben erstmal gestoppt, wie wir sehen. Das ist jetzt vielleicht nicht so ganz so toll, aber okay, das ist tiefer. Aber das muss ich mich auch noch dran gewöhnen, ne? Mit der Höhe und Tiefe. Trade geht noch nicht. Und da sind auch noch Sachen unterwegs. Und hier sind die Klamotten, die die anderen reingelegt haben, auf jeden Fall schon zu sehen, ne? Okay, das wird gleich werden. Die bringen erstmal hier auch alles raus hoch, oder? Sieht auf jeden Fall so aus. Das ist schon mal gut. Was haben wir denn hier? Stoneworkers Workshop, okay. Rock Coffin. Add new task. Machen wir noch einen. Mach ruhig drei. Was haben wir hier? Kitchen. Hier ist Butcher Antenna, oder? Ja. Da ist die Distille. Crafts Drafts Workshop. Die machen schon das Richtige wahrscheinlich. Und hier Crafts Draft auch noch einer. Ja, sind wohl unterschiedliche. Und da haben die schon reichlich drin gemacht. Add New Task. Warte mal, was haben die hier gemacht? Ah, das ist, glaube ich, gar nicht hier drüber gesteuert, ne? Kann das sein? Fing an einem Wood ist der rausgemacht. Add new tasks. Das lass mal so, wie es ist. Hier unten hat einer kein Bett, oder wie ist das? Nee, das sind die zwei Räume für die Nobles. So. Nee, da habe ich jemanden erwischt. Da sind noch 117, 116 Teile reinzubringen oder weniger. Okay, das haben wir jetzt hier. Move goods to from Depot, ist klar. Ich hoffe, das klappt so, was ich davor habe, ne? Diplomacy. The Expedition Leader Call Ignash needs meets with the Outpost Liaison Captain Zanino.
am your liaison from the Mountain Homes. Let's discuss our situation. Okay. Captain, there is much to share. Information added to situation. World Info. Okay. Make requests for next year's caravan. They'll charge more of these items. Yeah, leather, clothes, crafts, wood, metal bars, small cut gems, large cut gems, stone seeds. Wollen wir auf jeden Fall welche haben. Das kann er erstmal alle mitbringen, denke ich. Weapons hätte ich gerne auch. Hier. Ah, weißt du was? Da? Ah, Maces, Spears, Crossbows, keine Ahnung, da konnte man nicht mit umgehen, ob das mittlerweile schon geht. Fishing, Trainingsweapons, ne, die brauchen wir nicht. Ammo. Ja, komm, mal, mach mal Bolts, wenn wir auch Weapons haben. Ja, komm, Crossbows nehmen wir, da sind die Bolzen für. Trap Components brauchen wir erst nicht. Digging Implementation Picks haben wir eigentlich. Bodywear. Dann nehmen wir mal Leather Armor mit rein. Ja, ich glaube, das lassen wir erstmal dann so. Handwear. Headwear. Handwear ist hier. Gauntlets soll. Footwear. High Boots. Legwear. Leggings, Trousers. Greaves. Leggings, nee, lass mal so. Shields brauchen wir nicht, denke ich. Toys. Shields brauchen wir doch. Aber den kleinen Buckler nur. Instrumente brauchen wir nicht. Tiere. Ja, weiß ich jetzt gar nicht, ne? Haben wir noch Hunde oder haben wir keine mehr? Er soll uns mal eine Kuh mitbringen und einen Bullen. Dann kriegen wir Milch und können die mähren. Dwarven Ale. Ja, komm, das Bier können wir aber alles mitnehmen. Cheese. Schafskäse nehmen wir mal mit. Paulas. Okay, Extracts. Ne, will ich jetzt nicht. Meat brauchen wir jetzt auch gerade nicht, oder doch? Jagdmeat nehmen wir hier mal. Oh, jetzt ist, habe ich hier irgendwie was aus Versehen geklickt. Jetzt ist das Jagdmeat weg. Ja, eigentlich ist es auch egal, was du, glaub, hier nimmst. Da. Fische will ich nicht. Plants, Plump Helmets kann er auch mitbringen, ja. Und Garten Vegetables. Oh, hier so ein paar Blackberries nehmen wir mal mit. Stone Cages, nö. Bugbags, Leatherbags. Nee, brauchen wir jetzt auch nicht. Können wir demnächst selber machen, denke ich. Barrels, Flasks, Quivers, Backpacks. Ja, komm, dann bringen wir hier einfach diese hier mal. Floating Cuts, Leatherback, Platz mit Sand brauchen wir nicht. Glas brauchen wir jetzt mit Michelinus. Holzkohle wäre vielleicht, ne? Ja, komm, lass ein bisschen Holzkohle kaufen. Weiß nicht, ob das gut ist oder nicht. Eimer brauchen wir selber. Splints, Scratches, Edges, Eggs. Taschen, Seile, Stoff, Fäden, Tools, Wheelbarrows, nee, oder? Da brauchen wir nichts. Clay brauchen wir nicht. Sheet. Ist das Papier? Nee, das wollen wir nicht. Cups, Mugs und Goblets. Nee, ich glaube, das war's erstmal. Dann. Das haben wir auf der Liste, oder? Und das sind die Preise dazu. Okay, alles gut. Discussion what we are willing an offer for you. Craftsmanship. A need for a marmor is expected. And if you are able to provide some, the currents will offer 100 ounces. The expose agreement only applies to trades next year, not with any Martians currently present. Okay, Armor. Ihr wisst schon, was sie wollen. Rüstung. So, hier geht noch nichts. Es ist auch noch nicht alles drin. Von, ja, das hatten wir ja schon, ne? Let's click for Center and Spawn Options. Ja, es ist.
Immer noch nicht alles da und wie kann man da nicht traden? Ich weiß auch nicht, ob man da was falsch gemacht. Lake Forest Center. Okay, der wurde tot gefunden. Schade. Ghostly Woodcutter has risen and is hunting the fortress. Okay, da ist jetzt ein Geist irgendwo unterwegs, weil wir den vielleicht nicht beerdigt haben, oder? Okay, and unloading their goods. Ich glaube, dann ist es noch nicht so schlimm. Trade geht aber noch nicht. Und wir sind noch am Einräumen. Das ist auch gut. Das kann weg. The Outlay has arrived. Okay, das ist gut. Okay, hier. The Martians from the will be leaving soon. Ja, aber ich kann hier nicht Trade klicken. Oh, was ist das jetzt? Oh. Irgendwas haben wir ja bestimmt falsch verstanden, ne, oder? Broker requested a Depot. Broker ist doch kein. Wie kriege ich denn da hin? Das geht doch wieder die Hose runter, oder? Jetzt geht Trade. Alles klar. Ich hatte schon Sorgen, ey. So, jetzt wollen wir mal schnell traden, oder? Shoes kann er alles haben. Socks kann er haben. Gloves kann er haben. Alles hier. Zack. Ich hoffe, das Spiel ist jetzt nicht so, dass es weiterläuft, während ich hier was auswähle, ne? Dann sind die gleich weg. Das wäre schlecht. So, das haben wir geschafft. Blocks brauchen wir nicht. Raw Gems brauchen wir nicht. Stones brauchen wir nicht. Chain. Okay, Ketten brauchen wir nicht. Flas brauchen wir nicht. Keine Ahnung, was das ist, brauchen wir nicht. Toy Axis Spiel. Axt brauchen wir nicht. Cages brauchen wir nicht. Barrels. Produziere ich selber. Spears, nehmen wir. Picks. Ich glaube, wir haben eigentlich welche, ne? Die kosten Tausender und die kosten 20. Wie viel haben wir denn jetzt ausgewählt? Hier Fortress of 5000. Machen wir die Picks gerade an. Dann war es das erstmal. Tunnel Tube Trainingsbier. Trainingsbier brauchen wir nicht. Copper Low Boot. Low Boot, ich wollte High Boots. Ja, so ein Schild ist natürlich nicht schlecht, ne? Kostet auch nicht so ganz so viel. Nehmen wir erstmal. Und die Bucklers nehmen wir auch noch. Dann haben wir unsere Truppe nachher ausgerüstet, oder? Eine Stahlkappe. Wir wählen erstmal was ab und können dann immer noch abwählen, oder? Gloves haben wir jetzt verkauft, toll, ne? Mitten, das sind so Schienen, oder wie war das? Kisten brauchen wir nicht, Bags, ja, Bags wären nicht schlecht, ne? Aber die sind recht teuer, dann lassen wir das erstmal. Aber vielleicht sind da auch welche Sachen drin, das weiß ich jetzt gar nicht. Probier das nochmal. Bins, ah, da Bin in dem Bins ist noch dann Stoff, hier sieht man es, da ist vielleicht gar nichts drin, aber hier wäre Stoff dann drin. Aber ich glaube, das lassen wir erstmal sein. Bolts nehmen wir. Large Gems brauchen wir nicht. Meat. Fisch brauchen wir nicht. Pflanzen, Plump Helmets. Nehmen wir erstmal ein paar mit. Damit die was zu essen haben. Können wir auch alle nehmen? Nehmen wir erstmal alle. Trader hat noch Profit. Leaves and Foods. Nehmen wir auch noch mal mit. Leaves and Fruits nehmen wir auch mit. Fäden. Trousers sind Hosen. Will ich jetzt nicht. Greaves. 100 Kosten. Ja, nehmen wir mal.
Large Separate Discs. Weiß nicht, wofür die gut sind. Messner Spikes. Käse. Kostet uns ein bisschen was. Splint Guns brauchen wir nicht. Dann sind wir durch. Ich glaube, wir handeln so. Der kriegt dann einen 855er Bonus. Ich weiß nicht, ob das passt oder nicht passt, aber ich versuch's mal. Trade. Ach, wohl. Hat er wohl gemacht, oder? Auf was er Gift. Aesthetics, keine Ahnung, was es heißt. Sah erstmal so aus, als ob das gelaufen ist, oder? Wir haben jetzt Käse gekriegt und so. Und die haben ihre Sachen gekriegt und die kommen nächstes Jahr wieder. Und wir haben schon mal ausgewählt, was die haben oder mitbringen wollen. Und die wollen Armor haben. Das würde bedeuten, wir müssen uns jetzt da hinsetzen und gucken, dass wir Armor zusammenkriegen. Müssen natürlich unsere anderen Aufgaben, die wir gerade noch haben, auch noch alle hinkriegen. Hunde hätte ich noch bestellen sollen, weil die sind doch beide gestorben. Habe ich nicht mehr dran gedacht. Aber naja, dann ist das jetzt erstmal so. Das war wahrscheinlich eine Katze hier oder was, ne? Naja, müssen wir mal schauen. So ein paar Aufgaben haben wir, die werden wir in den nächsten Folgen lösen. Wichtig ist, dass wir auf jeden Fall unser Squad ausgerüstet kriegen. Da haben wir ja ein paar Sachen gekauft. Das müssen wir alle mal hinmachen. Dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.